Er ist der Erbe eines Milliardenvermögens. Doch dafür zahlt er einen hohen Preis. Friedrich Karl Flick, Lebemann und Konzernchef wider Willen. Sein Name verbunden mit einem der größten deutschen Politskandale. Der Es ist wohl auch nicht anders zu erwarten und dies ist wohl auch angemessen für einen Bundeskanzler, dessen Weg an die Spitze seiner Fraktion und seiner Partei, wie wir in diesen Tagen erfahren haben, von Flick freigekauft wurde. Parteispenden sind nicht illegal. Dieses Geld aber stammt aus schwarzen Kassen des Flick-Konzerns und steht im Verdacht, Bestechungsgeld zu sein. Konzernchef Friedrich Karl Flick muss sich vor einem Untersuchungsausschuss verantworten. Er will von all dem nichts gewusst haben. Diese Affäre trägt ja den Namen Flick. Kommt es Ihnen nicht sehr bitter an, dass Ihr Name derart in Verruf geraten ist? Mein Name ist gar nicht in Verruf geraten, das wird sich schon herausstellen. Dass da geschmiert wurde. Das Sagen hat aber bis zu seinem Tod der Vater. 1972 stirbt Friedrich Flick mit 89. Er hinterlässt ein Unternehmen mit einem geschätzten Jahresumsatz von 18 Milliarden Mark. Seine Beerdigung gleicht einem Staatsbegräbnis. Politiker erweisen dem als Kriegsverbrecher verurteilten Unternehmer die letzte Ehre. Sein Sohn, Friedrich Karl, inzwischen zum zweiten Mal verheiratet und zweifacher Vater, rückt an die Spitze des Konzerns. Doch der Nachfolger fremdelt mit der Leitung des Flick-Imperiums. Zu lang scheint der Schatten des übermächtigen Vaters. Die Führungsmethode, die innerhalb des Konzerns, soll in etwa dieselbe bleiben. Auf die Tagesprobleme muss man natürlich eingehen. Und sicherlich ist man nicht schlecht beraten, wenn man in dem einen oder anderen Fall daran denkt, wie der Vater Flick jetzt entscheiden würde, wenn er die Entscheidung zu fallen hätte. Friedrich Karl Flick hält sich nur ungern in der Konzernzentrale in Düsseldorf auf. Er bleibt lieber in München. Schickeria, Schlagerstars, Luxus. Hier fühlt sich der Milliardär zu Hause. Schon wieder geschieden, genießt er das Leben. FK war ein sehr eleganter Düsseldorfer Mann. Der benötigte aber zwei Gläser Weißwein, damit er ein bisschen auftaute. Und er ist nach München gekommen und hat dort das Leben erkannt. Die Lust des Lebens hat er eigentlich hier erkannt. Der trinkfeste Friedrich Karl, auch FK genannt, liebt Abende im Bierzelt. Begleitet wird der Milliardär von einer Entourage aus Leibwächtern und Münchner Partyvolk. FK hatte in München natürlich immer Spuren hinterlassen, wenn er um die Häuser ging. Ja, also die Sicherheitsbeamten haben auch mal im Franziskaner auf die Lampen im Restaurant geschossen, wer besser trifft und so. Der hat immer sofort Cash gezahlt, was da angerichtet wurde.